Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Baldur's Gate die Enhanced Edition. Nachdem wir in der letzten Folge mal wieder festgestellt haben, dass Ulgors Bad der beschissenste Ort der Welt ist, reden wir jetzt mit diesem dämlichen Menders, mit dem wir seine Seekarten geholt haben. Aus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Das habe ich lange gewartet. Wunderbar. Ich sofort kopiere die Karten. Wenn ihr seid bereit, ich miete Boot für eure Reise. Hier ist euer Geld, 2000 Goldstücke. Wir sind bereit, wo ist euer Boot? Ich besorge Boot hier im Hafen von Ulgors Bad. Dort, wir werden uns dann treffen. Ja, wir könnten jetzt tatsächlich auch einfach abhauen, höchstwahrscheinlich, und dann mit dem Geld. Dass der Callahan. Wer war nochmal Fenris? Fort mit euch, Bettler. Einen schönen Tag euch allen. Mein Name ist Fenris Brawl und es ist mir eine Ehre, mit euch zu sprechen. Wie kann ich euch helfen? Ich bin euch erfreut, euch kennenzulernen. Habt ihr die Führung durch Dulags Turm mitgemacht? In der Tat, das habe ich. Es war eine wunderbare Führung, obwohl sie ganz schön teuer war. Warum fragt ihr? Vielleicht spielt ihr mit dem Gedanken, meine Fußstapfen zu folgen? Wir dachten, ihr würdet vielleicht die Zeit finden, uns ein bisschen was von Turm und der Führung zu erzählen. Die Geschichte dieses unglückseligen Turmes faszinierend. Dulag Trolltöter, ein großer Held des Zwergenvolkes, erbaute ihn. Während seiner langen und erfolgreichen Laufbahn häufte Dulag große Reichtümer an. Den Gerüchten nach hatte er ganze Räume voller Edelsteine und eine große Halle, deren Boden mit verstaubten Goldmünzen bedeckt war. Mit der Hilfe angeworbener Zwerge grub Dulag viele Kammern und Durchgänge in den Feldzügel und erbaute auf ihnen einen einsamen Turm. Dort wollte er eine Zwergengemeinschaft gründen und, umgeben von glücklichen, wohlhabenden Verwandten, alt werden. Stattdessen machten sich Doppelgänger mit Hilfe verdorbener Verräter daran, die Begleiter von Dulag zu töten und deren Plätze einzunehmen. Nachdem der Zwerg voller Entsetzen die erste Täuschung entdeckte, wurde er von den anderen angegriffen und verbrachte 10 schreckenserfüllte Tage damit, sich durch seine eigene Festung zu kämpfen, gejagt von Monstern, die wunderbar vertraut aussahen und doch seinen Tod herbeiwünschten. Letztendlich blieb er allein und siegreich zurück, doch er hatte nicht die Macht, die flüchtenden Seelen heute aufzuhalten. In seiner Angst, dass sie zurückkehren würden, warb Dulag die besten Handwerker an, die er finden konnte, und begann damit, seinen Turm und die Kammern darunter wieder aufzubauen. Diesmal versah er sie jedoch mit ausgefeilten Fallen, magischen Schutzwellen, geheimen Durchgängen, gleitenden Gefängniskammern und selbstauslösenden Waffen. Einige Jahrhunderte lang nahmen die Dinge so ihren Lauf, und der immer exzentrischer werdende Dulag lebte von Pilzen und, so behaupten böse Zungen, von den Leichen von Eindringlingen. Schließlich verstarb er und seine Knochen liegen vermutlich noch immer in einem der inneren Räume, geschützt durch 1000 tödliche Fallen. Seit ich die ersten paar Räume des Turms selbst gesehen habe, muss ich sagen, dass es dort wohl so gefährlich ist, wie die Legenden behaupten. Es ist ein faszinierender Ort und ich fühle euch sehr, dass ihr eine Führung mitmacht. Ich muss jetzt gehen. Lebt wohl und genießt die Führung. Ja, Dulags Turm haben wir schon gesäubert. Warum sollen wir noch eine Führung mitmachen? Das ist ja... Macht ja keinen Sinn. Callahan, kannst du noch was sagen? Ich weiß sonst nichts, was euch helfen könnte. Und dann eben nicht. Alles ist bereit, Freunde. Ich zahle für Bot und gebe euch Kopien von Seka. Ich habe Bot gekauft. Wasser und Essen für Reise ist auch da. Es ist alles bereit. Startet ihr jetzt? Ja, von mir aus, wir können sofort aufbrechen. Ausgezeichnet, meine Helden. Mögen eure Götter schnelle Reise bescheren. Ich werde warten in Ulgors Bad auf eure Rückkehr. Gute Reise. Euer Schiff hisst die Segel. Und bei Sonnenaufgang seid ihr schon unterwegs und segelt über die Wellen. Die Überquerung des Schwertermeeres verläuft ohne Zwischenfälle und innerhalb kürzester Zeit erreicht ihr die offene See. Die Tage gehen dahin und das Meer ohne Spuren macht seinem Namen alle Ehre und erstreckt sich in schier endloser Weite vor euch. Die See ist ruhig, obgleich des stetigen, gleichmäßigen Windes. Das von Menders gecharterte Handelsschiff ist beeindruckend. Doch die Besatzung ist es nicht gewohnt, sich so weit ab von den normalen Handelsrouten zu bewegen. Die Abergläubischen unter ihnen sprechen von einem großen Wasserfall, der sich am Rande von Ferun ins Nichts stürzt. Von einem geheimen Elfenvolk, das allen den Untergang bringt, die sich zu nahe heranwagen.
Und von Schildkröten, die so groß sind wie Inseln und ganze Schiffe verschlingen. Derlei Seemannsgarn beunruhigt die Matrosen noch zusätzlich und die Stimmung auf dem Schiff schlägt langsam um. Die Anspannung wird immer größer und Gerüchte über eine Meuterei lassen euch an eurem Vorhaben zweifeln. So hat es auch sein Gutes, als eines jeden Aufmerksamkeit bald auf eine wirkliche Gefahr gelenkt wird. Der Sturm beginnt ohne Vorwarnung und trifft euch mit solcher Gewalt, dass man Absicht dahinter vermuten könnte. Heftige Winde lassen euer Schiff wie einen Korken auf den Wellen tanzen. Die Matrosen tun ihr Bestes, das Schiff über Wasser zu halten, doch letztendlich sind ihre heldenhaften Bemühungen vergeblich. Als der Hauptmast fällt und in Stücke zersplittert, wisst ihr, dass das Schiff verloren ist. Der Schiffsrumpf bricht auseinander und gerade in diesem Moment erblickt ihr etwas in der Ferne. Ein Lichtschein in der Dunkelheit der Nacht. Ihr verlasst das sinkende Schiff und greift nach einem Wrackteil, um euch über Wasser zu halten. Unter der Last eurer schweren Ausrüstung beginnt ihr zu schwimmen. Ihr bewegt euch in Richtung des Lichts in der Hoffnung, dass es sich nicht um eine Luftspiegelung oder eine andere Täuschung der Sinne handelt. Am nächsten Morgen erwacht ihr mit dem Mund voller Sand. Ihr seid durchnässt bis auf die Knochen und erschöpft. Euer Körper macht euch schmerzhaft bewusst, dass ihr noch am Leben seid. Einige Überreste eures Schiffs treiben im Wasser und sind nur noch als Brennholz zu gebrauchen. Von der Besatzung ist niemand zu sehen. Aber dort scheinen Fußspuren im Sand zu sein. Das klingt ja interessant. Machen wir jetzt einen auf Robinson Crusoe oder was? Soljana. Das ist scheinbar unser Schiffwrack. Reden wir mal mit Soljana. Versucht, Schritt zu halten. Ihr riecht anders. Hallo du. Du riechst sonderbar. Bist du geschwommen hierher? Nee, sagen wir einfach, ja, Kind, wir sind geschwommen. Unser Schiff ist gesunken und wir brauchen Schutz. Okay, ich glaub dir. Ich sehe nicht viele, die schwimmen herein. Manche auf dem Wasser treiben, aber sie wachen nicht auf. Die Fische sind gemein und die Klippen verletzen die Schiffshäuser. Du Glück gehabt. Riechst aber trotzdem komisch. Vielleicht du bleibst und gehörst dazu? Zu wem dazu gehören, Kleine? Du bist nicht allein hier? Allein? Natürlich nicht, Dummerchen. Das ist meine Mami und mein Papi und mein Bruder auch. Wir auch noch haben Nachbarn. Das ist doch sehr nett. Manchmal ist es langweilig, aber ich mag es. Die See in diesem Gebiet ist tückisch. Wie kommt es, dass du hier lebst? Ich habe keine Schiffe in der Nähe gesehen. Mami sagt, die Urgroßmutter kam hier auf einem Schiffshaus an wie deins. Dann irgendwas ist passiert und sie mussten schwimmen, sonst die Fische sie erwischt. Das Schiffshaus ist hier irgendwo, glaube ich. Wir dürfen da nicht hingehen. Du scheinst dich besonders erschrocken, mich zu sehen. Wie oft kommen Fremde hierher? Nicht sehr oft und sie nicht immer wollen Freunde werden. Das jedenfalls sagt Mama, aber ich noch nie jemanden gesehen habe, der nicht dazugehört. Bis ich getroffen habe dich. Du immer noch komisch riechst, aber jagst mir keinen Schrecken ein. Nicht wie die Bestien. Die Bestien? Wovon sprichst du? Die Bestien wirklich fürchteinflößend sind. Manchmal sie sehen aus wie wir, aber dann sie ändern ihre Gestalt und werden gemein. Mami sagt, sie sind nichts als Tiere, aber die anderen Tiere uns nicht so sehr hassen. Vielleicht du wirst uns helfen? Das klingt nach schon wieder Doppelgängern. Vielleicht, aber ich sollte deine Leute treffen und herausfinden, was vor sich geht. Ja, geh zum Dorf und sprich mit Freundin von meiner Mama, mit Kaishas. Sie ist die Anführerin, während unser Anführer ist weg. Keine Ahnung, wohin er ist, aber er nicht da und du solltest sprechen mit Kaishas. Ich muss jetzt gehen, aber vielleicht wir sehen uns später. Vielleicht ich bin aber auch zu beschäftigt mit Spielen. Wir werden sehen. Tschüss. Alles klar. Zum Glück ist das ja alles gerade höllisch normal. Einmal M. Aber irgendwie cool. Hallo Bürger. Ihr seid nicht wie wir. Ihr müsst auch sein, schiffsbrüchige Leute. Bitte geht und sprecht mit Kaishas gern. Okay. Hallo Duda. Interessant. Ihr seid ganz anders.
Bitte, ich darf nicht sprechen mit euch. Ich muss der Anführerin sprechen. So, gehen wir mal rein. Hallo? Ist hier wer? Scheinbar nicht. Oh, ein Heiltrank. Dann wieder raus. Wer bist du? Du bist auch nur eine Bürgerin. Euch reden wir dann einfach mal nicht mehr an. Du bist Bürger. Gehen wir mal raus. Bevor das hier als Diebstahl gilt, wenn wir irgendwas hier an uns nehmen. Von allen getötet werden. Was haben wir hier drin? Sieht wichtiger aus, das Gebäude. Ist es aber scheinbar nicht. Okay, verschlossen. Immerhin, komm mal her. Dorn, lass mal immerhin daher. Oh, Dorn, manchmal möchte ich einfach nur, dass du aufhörst zu labern. So, 4 Heiltränke, schmeiß mal rüber. Die kann Angosch nehmen. Mich kümmert's nicht, denn ich verschwinde jetzt. Was mich halt stört, ist, dass es hier keine stärkeren Heiltränke gibt. Nicht so wie hinterher bei Neverwinter Nights 2 zum Beispiel. So, die Tränke lasse ich da. Kann man das eigentlich auch als Munition verwenden? Nee. Das wäre irgendwie witzig, wenn man so mit Perlen rumschießen könnte. Ich würde es feiern. Aber naja. So, das ist höchstwahrscheinlich auch. Ja. Da ist aber gar nichts drin. Recht versucht, Schritt zu halten. Nee, aber keine Ahnung. Stärkere Heiltränke wären echt mal irgendwie gut. Weil mit 75 Leben oder so, da bringt einem so ein 10-Punkte-Heiltrank einfach gar nichts. Und wenn so ein Gegner wie dieser Dämon einfach irgendwie gefühlt 30 Schadenspunkte mit einem Angriff macht, sind wir, glaube ich, nur 20 oder so, aber trotzdem. Und der irgendwie auch 10.000 Angriffe in der Runde hat. Oh, ich hasse diesen Dämon, ey. Ich glaube echt, ich lasse das aus. Es ist mir egal, ob die Welt dann untergeht, weil wir diese Quest nicht beendet haben. Aber scheinbar warten die ja so lange auf uns, bis wir mal kommen. Von daher ist mir egal. Meine Nerven sind mir wichtiger. Du siehst wichtig aus. Du bist Ewald. Scheinbar verkaufst du Fisch. Oder zumindest fängst du Fisch. Stinkenden Fisch. Ich rieche Außenseiter. Außenstehende. Ihr sollt sprechen mit Kaishas, anstatt hier so rumzuwandern. Ja, wir wandern aber einfach so hier rum. Farthing. Ich hab meine Püppi verloren. Du ganz schön groß, weiß Kaishas, dass du hier? Du solltest zu ihr gehen. Ja, okay, vielleicht gehen wir wirklich erst zu der. Wo war die jetzt nochmal? Ja, du bist nur eine Bürgerin. Du bist Jorin? Du bist auch nur eine Bürgerin. Die Bürgerinnen sehen hier irgendwie so wichtig aus. Sind sie aber allesamt nicht. Gehen wir noch einmal hier über die Brücke. Du bist auch nur ein Bürger, also auch niemand von Bedeutung. Das Dorf erstreckt sich aber scheinbar ganz schön weit. Ah, was haben wir da? Ein tatsächlich etwas größeres Gebäude? Es scheint fast so. Eine normale Bürgerin. So, einmal der Innenhof. Was haben wir hier? Haus der Anführerin. Ja, dann gehen wir doch mal direkt da rein und dann können wir uns nochmal von... Anderswo? Dann seid willkommen. Marilee, Fremde, wie ist das möglich? Ihr müsst mit Kaisha sprechen. Das hatten wir ja auch vor. Du komische Frau. Zack, einmal hier rein. Ich habe das Gefühl, das könnte so ein endlos Let's Play werden, weil ich nicht sehe, dass es hier irgendwann mal abschwimmt. Abschwappt. Keine Ahnung. Kaishas Garn. Reden wir mal mit ihr. Ihr seid fremd hier. Ihr nicht gehören dazu.
Hallo ihr, die ihr nicht gehört hierher. Ich grüße euch und frage euch, was euch bringt hierher. Wir Fremden gegenüber misstrauisch und machen euer Kommen wird, manche euer Kommen wird in Angst versetzen. Bitte zerstreut meine Bedenken, dass ihr gekommen seid hierher, um Unheil zu stiften. Wir werden euch nichts antun, unser Schiff ist gekentert und wir wurden an die Ufer eurer Insel gespült. Dann ihr seid wie wir, denn unser Anfang war wie euer. Dies ist schon lange unser Heim, jedoch nicht schon immer. Die Mütter unserer Urgroßmutter kamen von weit her. Doch sie reisten hierher und die Tiefe verschluckte ihr Schiff. Verfluchte Klippen dort unten haben schärfere Zähne als wir. Euer Schiff ist gesunken? Wie lange ist das her? Wir suchen nach einem alten Schiffswrack. So, wo ihr wusstet von diesem Ort? Seit langer Zeit wir leben ungestört, aber ihr wisst von Schiffwrack? Hier um nichts herauszufinden. Nee, warte, was stimmt? Ein Handelsschiff segelte während eines Sturms nahe dran vorbei und sah es. Trägt die Zeichen von Baldoran, einem Helden, der vor ungefähr 300 Jahren spurlos verschwand. Ein Mann namens Menders hat uns angeheuert, um es zu finden. Sein Akzent ist dem euren recht ähnlich. Ja, sagen wir die Wahrheit. Menders? Den Namen kenne ich nicht. Ich hatte gehofft, einer von unserer Sippe hat verlassen unser Heim vor einiger Zeit. Und ich dachte, er hätte euch vielleicht gesandt. Ich kenne auch Baldoran nicht. Es war nicht einer schon unserer Gründer und nie zu uns gehört. Der Schiffswrack habe ich gesehen, schon seit Jahren nicht mehr. Aber ich weiß, wo es ist. Habt ihr versucht, es zu reparieren? Vielleicht können wir es verwenden, um uns zu retten. Zu reparieren, da ist da nichts mehr. Es ist schon ewig her seit Landung und Freiheit. Unser Wrack damals war schon ein Skelett und wird Jahre nicht so gut überstanden haben wie wir. War jeder schon lange nicht mehr dort. Warum wart ihr schon so lange nicht mehr beim Schiffswrack? Zu gehen dorthin ist gefährlich. Auf Insel gehen Bestien um. Unsere Mauer dient zum Schutz und wir kämpfen bis aufs Letzte. Das Dorf ist Zufluchtsort, doch die Insel ist wild. Dort sind jene, die nicht dazugehören. Sie bedeuten den Tod für uns und wir für sie. Gibt es keine andere Möglichkeit, von der Insel zu entkommen? Eine Möglichkeit, die Bestien zu umgehen? Es gibt einen Weg. Wir haben begonnen zu bauen ein Schiffshaus. Schließlich, wenn wir Mauer und Dorf bauen können, können wir auch ein Gefährt bauen, das uns hier wegbringt. Den ersten der Mütter ging es nur ums Überleben, doch jetzt möchten wir weg. Die Bestien verursachen uns Ärger ohne Ende. Das Schiffshaus konnten wir nicht auf die andere Seite der Insel bauen. Wegen Klippen und Riffen unter Wasser. Auf der anderen Seite der Insel ist es ruhig, doch dort lebten die Bestien. Wir haben mit allem gekämpft, was wir haben. Doch wir wünschen uns friedliches Leben. Vielleicht könnt ihr uns helfen? Wenn ihr tötet die Bestien, wie wir wären alle frei und könnten fort. Ich glaube, ihr habt Karten für das Meer. Wenn wir das Schiffshaus fertigstellen, könnten wir alle gerettet werden. Ich muss wissen, von welchen Bestien ihr sprecht. Gegen was müssen wir kämpfen? Die Bestien? Sie böse und töten uns auf den ersten Blick. Wir haben sie ferngehalten und so sehr als Menschen gelebt, wie wir konnten. Sie sind Tiere und leben wie Wölfe oder Aasfresser. Sie sind ekelerregend und wir verabscheuen sie. Das war sehr informativ, aber um was für Kreaturen genau handelt es sich? Wolfsgleich, aber nicht Wolf. Menschengleich, aber nicht Mensch. Werwölfe bestimmt, oder? Warte, gab's Werwölfe in Dungeons and Dragons? Es klingt auf jeden Fall nach Werwölfen. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie man sie nennen. Alles, was wir wissen, ist, dass sie sind wie wir, doch sie gehören nicht zu uns. Ja, genug der Worte. Wir werden uns sofort um sie kümmern. Wunderbar, ihr werdet uns helfen und wir werden euch helfen. Zusammen, wir werden die Insel verlassen und unsere Kinder in die Welt hinausführen. Ihr werdet sehen, dass euch die Tore offen stehen. Bitte schließt sie fest hinter euch. Wir werden halten Wache, während ihr sucht. Sie auch haben einen Anführer, die Bestien. Wenn sie heulen, seinen Namen, es sich anhört wie Karuk. Aber richtig versteht man das nicht kann. So, Tylas, wer bist du denn? Ihr gehört nicht dazu. Ich rie aus, sind Stehende in euch. Bleibt mir vom Leib, sprecht mit Kaishas. Sie mag sprechen mit Leuten wie euch, ich jedoch nicht. So, einmal. Wart ihr erfolgreich? Sind die Bestien vor euch gefallen? Wir haben noch nicht alle von ihnen getötet, wir werden es weiter versuchen. Bitte tut das, wir müssen uns befreien von diesem Ort. Aber unser Zuhause, auch jetzt wollen wir zuwenden uns zu den... Wollen wir zuwenden uns neuen Wäldern. Ja, dann einmal bitte speichern. Dann einmal bitte... Nee. Was ist das? Heldentrank, raus hier.
So, wir können jetzt aber höchstwahrscheinlich nicht mit den anderen sprechen, die hier noch so rumstanden, oder? Ich meine zum Beispiel der Good Old Jorin. Geht weiter! Ah, tapfere Helden, hä? Ja, Narren. Wir haben weder den Anspruch, noch Helden, noch Narren zu sein. Erklärt, was ihr wollt. Es ist meine Aufgabe zu schützen, die Leute meines Clans vor allen Gefahren, einschließlich eures Versprechens, sie zu befreien von den Mannwölfen. Ich habe die Bestien bekämpft. Ihr und eure Handvoll Krieger haben wenig Chance, diese Monster zu besiegen. Ich möchte, dass ihr gibt Versprechen, denen ihr nicht könnt einhalten. Ihr sagt, ihr habt gegen diese Bestien gekämpft? Sagt uns, was ihr über sie wisst und welche Schwächen sie haben. Die Wölfe können erscheinen menschlich, doch lasst euch nicht narren. Tief im Herzen sind sie Tiere. Sie ebenso aus Vergnügen töten wie für Nahrung. Die jüngeren Wolfsbestien viel schwächer als die älteren. Sie sind dunkelbraun mit etwas schwarzem Pelz. Sie sind vollständig taktlos. Sie greifen an, ohne nachzudenken, gleichgültig wie die Chancen stehen. Die älteren Bestien sind schwarz und einen etwas silbrigen Pelz haben. Sie sind mächtig und listige Feinde. Einige von ihnen können auch aussprechen Zaubersprüche. Ja, super! Sie leben auf den Schiffen unserer Vorfahren. Ein großes schwarzes Untier herrscht über sie. Es ist selbst ein Karuk. Die Bestien können nicht verletzt werden mit normalen Waffen. Nur geweihte oder verzauberte Waffen tun ihnen etwas zuleide. Schön, dass ich mit... Ah, ich hab mit Bellop die ganzen magischen Wurfpfeile aufgebracht. Scheiß. Beim Angriff, sie verwandeln sich immer in ihre wahre Gestalt zurück. Das ist alles, was ich kann euch sagen. Ich hoffe, ihr werdet sein erfolgreicher. Das hoffe ich auch. Gibt es denn wirklich niemanden, Wurfpfeile plus 1. Wurfpfeil. Tja. So ist das Leben. Verletzungswurfpfeile. Hier, bitteschön. Ja, keine Ahnung, wie wir das mit Bellof machen. Irgendwas würde mir da schon an einfallen. Fasst jemand anderen an. Dreckiges Schwein. Erstmal kann er die Verletzungspfeile nehmen. Ich hoffe, die zählen als magisch. Es soll noch weitaus bluten, höchstwahrscheinlich nicht. Vorstellen könnt. So, hier unten war noch ein Kind und der Fischer. So, Farthing. Du stinkst. Mein Name ist Farthing. Ich 5. In ein paar Jahren mein Papa mich wild jagen gehen lassen. Darfst du schon jagen gehen? Wir sind kein Druide, von daher in der Tat, kleines Mädchen, ich darf nach Belieben jagen. Du hast aber Glück, ich mag dich nicht. Geil. Du stinkst. Wenn du willst, wir können Freunde sein. Ich habe ein Püppchen verloren draußen im Wald und der Torhüter lässt mich nicht hinaus, um es zu holen. Kannst du es für mich holen? Wenn ich es auf meinen Reisen finde, werde ich es dir zurückbringen. Danke, du darfst auch spielen mit der Puppe, wenn du willst. Danke, das werde ich. Ich stelle mir gerade vor, wie Dorn das zu diesem Kind sah. Generell muss ich mir mal gerade so vorstellen, wie Dorn mit einem Kind redet. Herrliche Vorstellung. So, reden wir nochmal mit dir da unten, mit dem guten Ewald. Ihr seid anders. Ich heiße willkommen euch im Dorf und wünsche Glück für Kampf gegen das Böse, das Haus zum Schiff. Ich, Ewald, ich fische für Clan in diesen wilden Wassern. Nee, sagen wir erstmal, es ist ein Vergnügen, euch kennenzulernen, Ewald. Was könnt ihr mir über die Insel erzählen? Die Insel ist nicht sehr groß. Bei gutem Wind, ich kann sie umsegeln an einem Nachmittag. Im Norden und Osten ein natürlicher Hafen. Das Schiff meiner Großwerte, das Schiff Baldoran, liegt gestrandet im Nordhafen. Der Osthafen und große Hoffnung für Überlebende. Die Insel außerhalb vom Dorf sei gefährlich. Die Ungeheuer, die auf Schiff leben, töten und fressen alles, was sie fangen. Hört zu, Außenstehender, kann ich euch um Hilfe bitten? Sicher, um was geht's? Ich weiß, dass ihr wahrscheinlich nicht glauben werdet, meine Geschichte. Niemand sonst auf Insel glaubt mir. Mein Bruder verließ das Dorf vor 2 Nächten und ist nicht gekommen zurück. Ich weiß, wohin er ist gegangen, obwohl ich werde ausgelacht, wenn ich es sage. Fürchtet nicht, dass ich euch überlache, Ewald. Ich habe schon viele sonderbare Dinge gesehen. Da ist eine Hexe auf dieser Insel. Mein Bruder sie nannte die Blaue Dame. Und jene unter uns, die dieses Wasser befahren, haben sie alle schon einmal gehört. Mein Bruder Evan, sie hat öfter als die meisten gehört.
Ich glaube, dass er losgezogen, um zu finden, sie. Ich glaube, dass er sich befindet in ihrem Bann. Huch, ich muss gehen und sie suchen. Die Hexe ihn wird vielleicht töten. Er ist stark, doch er ist in ihrem Bann. Fürchtet er, sie tötet ihn, bevor wird alles klar. Könnt ihr suchen meinen Bruder? Sag mir, wo diese Hexe ist und wir werden versuchen, sie zu finden. Weiß nicht genau, wo sie ist. Ist klug sie, genug, sie zu meiden, im Gegensatz zu Evan. Aber ich habe sie nur gehört singen entlang der Westküste. Okay, West... An der West Coast. Ich höre zu. So. Und hier mit der ein... Im Dorf können wir ja auch nochmal eben kurz sprechen. Tatsächlich gefällt mir diese Insel irgendwie. Das hat irgendwie was. Find's auf jeden Fall sehr interessant. Gehen wir mal in die Hütten hier rein. Vielleicht ist da ja noch wer Interessantes drin. Wer bist du? Bist du eine Bürgerin? Heißt, du bist nicht interessant? Es soll noch weitaus blutiger werden, als hier. Einmal hier rein. Du bist auch nur ein Bürger. Hier ist versucht, niemand. Schritt zu halten. Marilee. Ich kenne euch nicht. Ihr seid fremd. Hallo, gute Leute. Ich, Marilee. Ich gehört, dass ihr Wölfe auf alten Schiff bekämpfen wollt. Ist das wahr? Ja, es ist wahr. Was geht euch das an? Weibsbild? Nein, Spaß. Ja, wir werden sie aufspüren und beseitigen. Bitte helft mir, Fremder. Ich habe niemanden sonst, an den ich mich kann wenden. Ich werde euch auch nicht helfen. Nein, Spaß. Und das ist auch geil, so ein Pech. Ich bin kein gehirntoter Paladin, der von jedem hübschen Mädchen herumbefehlt werden kann. Naja, was habt ihr, Mädchen? Mein Baby, sie haben es. Ihr müsst es retten, oh bitte. Immer mit der Ruhe, Fräulein, wir hören euch zu. Es ist schwer, diese Ungewissenheit. Vor 2 Monaten mein Mann nahm meinen Sohn mit auf die Jagd. Sie wurden angegriffen von diesen schrecklichen Wolfskreaturen. Sie töteten meinen Mann und nahmen mein Baby. Kaisha sagt, dass sie das Baby nahmen, um es zu fressen, aber ich weiß, dass es noch lebt. Sie werden nicht gehen und nach ihm suchen und mich halten sie davon ab, das Dorf zu verlassen. Ihr müsst helfen. Oh Gott. Ich könnte mich nie von einem Kind in Not abwenden, wenn es noch am Leben ist. Wir werden es finden. Ach nee, wenn es noch am Leben ist, werden wir es finden. Nein, natürlich werde ich euch helfen. Wie sieht euer Kind aus und wo wurde es zuletzt gesehen? Er ist ein wunderhübscher kleiner Junge mit schwarzen Haaren, ganz genau wie sein Vater. Er ist 3 Monate alt und sein Name Peladan ist. Sie raubten ihn nordöstlich vom Dorf in den Wäldern. Ja, nicht davon gesagt, dass ihr das Dorf verlassen müsst. Nee, da kann ich euch nicht helfen. Ich habe Angst vor Monstern. Geil. Oh, manchmal würde ich gerne so ein Arschloch spielen, einfach um diese Gesprächsoption zu wählen. Nein, fürchtet euch nicht, Marilee. Feige Monster können mich nicht davon abhalten, das Kind zu holen. Danke, Freunde. Bitte bringt es mir zurück. Ja, wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, aber versprechen können wir nichts. Man soll nie Versprechen geben, die man nicht zu 100% halten kann. Hier ist auch nichts. Versucht, Schritt zu halten. Die Quest könnte cool werden. Hängt jetzt nur davon ab, wie die Gegner jetzt so drauf sind. Wenn das ja auch so total unfaire Kackgegner sind, dann heul ich. So. Insel scheint auch nicht allzu groß zu sein. Nicht, dass ich da was gegen hätte. Wenn wir mal die Map hier irgendwie auf die Weltkarte. Da sind wir irgendwo. Das ist ja cool. So einfach kommen wir höchstwahrscheinlich nicht weg. Die Markierung hätte ich doch noch gerne. Einfach wieder. So, hier können wir einmal durch. Warte, will ich hier schon durch? Also will ich... Oder was ist das hier überhaupt? Du bist so eine Bürgerin. Sieht viel voll schön hier aus. Das sieht voll wichtig aus, aber ist keine Markierung dran. Hallo? Keiner da. Nichts drin. Nur ein billiger Dolch. Oh, voll das große Haus.
Also Respekt, was sie hier alles zusammengezimmert haben, das muss man denen ja wirklich lassen. Du könntest wichtig sein, ja, Delaney. Hallo Delaney. Seid mal was Neues, habe noch nie jemanden wie euch gesehen. Ach hallo, über euch viel geredet werden im Dorf. Jemand wie euch hat noch keiner gesehen, nicht einmal die Ältesten. Wie heißt ihr? Mein Name ist Angosch, gnädige Frau, wie heißt ihr? Nur nicht so förmlich, mein Herr, mein Name ist Delaney und ich habe Freude, euch kennenzulernen. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, bin ich mir sicher. Was tut ihr hier? Was ich tue? Ich bin Geschichte. Verzeiht, ich meine, ich bin Geschichtsforscherin. Ich sammle die Geschichten der großen Alten und auch einige alte Relikte. Ich habe alte Sprache gut gelernt, nicht wahr? Ich versuche so korrekt wie möglich zu sprechen. Wir sind schon seit langer Zeit alleine. Und ihr? Was tut ihr? Wir bringen Recht und Ordnung. Nee, wir sind nicht rechtschaffend gut. Wir sind auf der Suche nach Abenteuern und Reisen. Ich habe gehört von sowas von Wanderungen, die kein Ende nehmen. Ihr sucht nach Abenteuern? Gibt es wenig davon auf die Seiten? Ich habe nur eine einfache Aufgabe für euch. Wollt ihr mir zuhören? Ich werde zuhören. Was benötigt ihr von uns? Es ist eine einfache Aufgabe, nicht sehr kompliziert. Der Sturm, den ihr hier erlebt, der euch euer Schiff gekostet hat. Hier blies er ebenso heftig ein. Und ein Schutzumhang, der war gebreitet über die Dorfmitte, wurde ein Opfer des Windes. Schäfzer befindet sich außerhalb der Mauern und ich möchte nicht, dass die Bestien ihn kriegen, zu fassen. Werdet ihr ihn zurückholen? Eine sehr exponierte, wenn auch etwas sonderbare Stellung für einen Umhang. Was für eine Bedeutung hat er? Er ist schon sehr alt, schon so alt wie unser Volk. Er ist vom Schiffshaus, das zerfiel die Stücke und symbolisiert die Vergangenheit, aus der wir kommen. Er hüllt die Dorfmitte ein, da wir benutzen die Vergangenheit, um vorwärts zu kommen. Wisst ihr, welche Bedeutung Symbole besitzen? Dies ist unseres. Die Bestien haben ihn vielleicht schon in ihrem Besitz und ich brauche euch, um ihn zu gewinnen, zurück. Werdet ihr mir dabei helfen? Wir werden euch auf jeden Fall helfen. Wir werden ihn suchen und so schnell wie möglich zu euch bringen. Danke sei euch. Ich werde warten auf euch mit hoffnungsvollen Herzen. Wenn ihr erfolgreich seid, werde ich euch gern willkommen heißen. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank. Wir werden sehen, was wir tun können. Du bist Abbauer. Du bist ein Torwächter. Torwächter? Hier ist hier kein Tor, um ehrlich zu sein. Macht's gut, Freunde. Mögen die Wolfsmonster fallen wie Grashalme unter euren Sicheln. Wenn ihr kommt zurück zum Dorf, werde ich hier sein, um euch zu empfangen. Du bist aber freundlich. Das soll ein Tor sein? Witzbold. Gehen wir aber hier noch hin. Na, kommt bald euch. Bin mal echt gespannt auf diese Wolfsgegner. Auf jeden Fall nur mit magischen Waffen besiegbar. Was ein bisschen fies ist. Aber zum Glück hat jeder von uns ja eine. Oder? Ja doch. Selbst hier Rassat hat eine. Von daher. Talun. Unerschrockene Forscher seid ihr? Doch keine Matrosen. Euer Gang ist anders. Ein alter Seebär wie ich sollte das wissen. Ich bin Talun, einst ein Matrose von Am und jetzt ein stolzes Mitglied dieses Clans. Wie ihr schon sagte, wir sind keine Matrosen mit Leib und Seele. Seid ihr etwa einer? Ganz recht, ich war einst ein Matrose für Sibbas Gewürze in Am. Wir brachten Güter aus der neuen Welt. Seither sind viele Jahre vergangen. Jetzt ist alles anders. Alles. Ich möchte euch in eurer Melancholie nicht stören, doch wie seid ihr auf diese Insel gekommen? Wir segelten nach Mastika und kehrten bei Alan mit Gewürzen zurück. Plötzlich wurde das Schiff von einem Kraken angegriffen und unter die Wellen gezogen. Diejenigen, die überleben, wurden einer nach dem anderen in das Maul des Kraken geschoben und verspeist. Ich klammer mich an den Planken des Schiffes fest und irgendwie verfehlte der Krake mich. Tagelang trieb ich auf dem Wasser, aß meine Schuhe und trank nur Regenwasser. Schließlich trieb mich der Wind zu dieser Insel, da ich den Dorfbewohnern neue Verfahren für den Fischgang und den Landbau beibrachte, nahmen sie mich in ihren Clan auf. Der Clan ist hier seit Baldurans Zeiten, müsst ihr wissen.
Sie brauchten dringend das bisschen moderne Technik, das ich zu vermitteln hatte. Es ist eine fantastische Geschichte, das muss ich zugeben, aber ich schwöre, dass sie wahr ist. Was könnt ihr uns über Baldurans letzte Reise erzählen? Ich selbst weiß nur ein bisschen von der Geschichte. Über die Einzelheiten ihrer Gefangenschaft hier schweigen sie sich aus. Die Mannschaft legte hier an, um ihre Vorräte aufzufüllen. Sie wurden von wilden Lykanthropen angegriffen. Ja, also doch Werwölfen. Lykanthrop ist der Fachbegriff dafür. Wölfe, die sich in Männer verwandeln können, wenn sie es wünschen. Während der Schlacht wurde das Schiff in Brand gesteckt und die Wolfsbestien trieben die Mannschaft auf die Seite der Insel. Die Kämpfer kämpften, bis es zu einem Stillstand kam. Die Mannschaft erbaute dieses Dorf und die Wolfsbestien nahmen das Schiff ins Besitz. Zwischen einzelnen Gefechten ging das Leben weiter. Die weiblichen Mannschaftsmitglieder suchten sich Ehemänner und gründeten Familien. Heute sind Dinge mehr oder weniger wie damals. Warum hat die Mannschaft denn kein anderes Schiff gebaut, um ihrem Schicksal zu entkommen? So einfach ist das nicht, naive Landratte. Balduran und seine Ratgeber Doradil sind in der Schlacht verschollen. Niemand ist sicher, wo diese Insel liegt. Ein Versuch wurde jedoch unternommen. Von nunmehr fast einem Jahr baute der Fischer unter meiner Anleitung ein kleines Boot. Selad Garn, unser Anführer und Kaishas Ehemann, segelte damit zum Festland. Seitdem haben wir nichts von ihm gehört und nehmen an, dass er tot ist. Wetten, das ist Menders? Hundertprozentig? Ich kann jetzt nicht mehr sagen, doch werde ich euch einen Ratschlag geben, den ich nie erhielt. Seht euch vor, nichts auf dieser Insel ist, wie es scheint. Nicht diese Leute, nicht die Monster und auch nicht dich selbst. Tut, was ihr tun müsst, doch tut es schnell, ich habe nicht viel Zeit. Das nenne ich mal eine kryptische, einen kryptischen Hinweis. Vielleicht sind es ja doch alles Doppelgänger. Zugeben muss sie keine Doppelgänger nicht mehr sehen. Hatten wir jetzt schon eigentlich zu Genüge. Schauen wir uns mal einfach auf der Insel weiter um. Da haben wir noch ein Haus. Gehen wir mal rein. Vielleicht ist ja wer Wichtiges da drin. Wie hieß der Typ, mit dem wir gerade geredet haben? Talun. Machen wir mal eben eine Markierung hier hin. So. Irgendwie kann ich nichts hier reinschreiben. Doch, jetzt schon. So. Taluns Hülle. So, fertig. Weiter im Text. Schätze mal nicht, dass wir irgendwann diese Information doch mal brauchen, aber schadet bestimmt nicht zu wissen, wo die Hütte ist. So, wir müssen höchstwahrscheinlich jetzt durch dieses komische Tor da gehen. Aber hier kommen wir nämlich nicht her. Einmal wieder zurück. Bin mal gespannt, wie sich das auf dieser Insel hier weiterentwickeln wird. Das könnte vielleicht eine meiner Lieblingsquests werden. Also bis jetzt gefällt mir die Insel tatsächlich. Also dieses Prinzip hier finde ich irgendwie cool. Hätte ich tatsächlich so nicht mit gerechnet. Jeden Fall interessant. Ich hoffe nur, dass die Gegner hier jetzt kein Dulax-Turm-Niveau oder so haben. Weil das wäre ein bisschen zu übertrieben. Ach ja, mit dir haben wir schon geredet. So, begeben wir uns in den Wald. So, schön mal die Hotspot-Taste. Ah ja, obwohl Hotspot-Taste ist ja nicht wirklich. Huch, da musste ich nochmal niesen. So, irgendwo an der Westküste muss ich ja auch diese besagte Hexe wohl aufhalten. Was haben wir denn hier? Tollkirschblüten. Eine seltsam riechende Blume, die allerdings sehr hübsch ist.
Wer hat denn Platz für Blumen? Nira, du bist doch bestimmt versessen auf Blumen. Und damit wo was anfangen kann? Man kann tatsächlich das Gebiet verlassen. Ich erkunde hier aber erstmal zu Ende. Vielleicht ist ja noch irgendwas. Sind nochmal Tollkirschen. Schätze ich mal. Die ich aber mit Immon. Oh. Die wiegen zu viel für Immon. Dann nimmst du die nochmal. Zack, schmeiß ihm nochmal rüber. Sagt, sprecht und es soll noch weiter. Und noch einmal weiter hier durch. Ihr es euch vorstellen könnt. Für irgendwas werden wir die Tollkirschen bestimmt noch brauchen. Ich habe den Namen auch schon mal gehört. Weiß nur nicht mehr, was sie bringen. So, da haben wir. Ah, eine kleine Windmühle. Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so aus, als gäbe es hier noch groß was Interessantes. Aber sicher ist sicher. Einmal lieber alles zu viel abgelaufen, als irgendwas verpasst. Finde ich zumindestens. Dann gehen wir mal wieder hier hoch. Und ich würde sagen, den Lykantropenwald, den heben wir uns doch mal fürs nächste Mal auf. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Baldur's Gate, die Enhanced Edition. Und bis dahin, macht's gut!